Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Bevor wir uns auf die Reise hier ins Landesinneren so alles machen, würde ich vorschlagen, dass wir erstmal bis um 6 Uhr pennen, weil dieses Land muss auf jeden Fall genossen werden, wenn es gerade am Tag werden ist, weil da kommt das beste Flair dann rüber. Sehr schön. Es schneit hier sogar, weil Art Skellig ist mehr so die Winterregion, sag ich jetzt mal in Skyrim. Skyrim? Scheiße, in Witcher. Vergesst, was ich gesagt habe? In Witcher. Und, ich weiß gar nicht, war da unten noch was? Wenn ich jetzt hier schon mal noch bin. Ich hab das Gefühl, ich hätte was vergessen. Was war denn da? Hornblatt. Ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Weiter. Nö. Okay, dann können wir loslegen. Wir müssen, ich würde sagen, wir machen das mit Plötze, nach Hafen bei Ker Troll dahin. Und das machen wir mal mit Plötze. Mal gucken. Diese schöne, schöne, skellige Landschaft. Die ist wirklich sehr schön, finde ich. Da ging irgendwo eine Treppe hoch, wie man eben gesehen hat, eventuell. Vielleicht gehen wir da später mal hin. Abzweigung. Halt! Guten Tag, die Herren. Du. Oh, Abzweigung wollen wir aber nicht hin. Wir wollen ja ein bisschen weiter, ne? Wir wollen nach Ker Trolde. Nehmen wir den hier. Etwas für die Tochter? Silberohrringe vom Festland vielleicht? Wenn meine Rete was vom Festland will, gehe ich auf Raubzug. Zeig mir lieber, was du von den Inseln hast. Schwerter auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Okay. Nichts klauen hier. Aber wir können immerhin mit den Leuten hier reden. Alles taufrisch. Hallo. Willst du was kaufen? Was hast du denn so? Zeig mir deine Waren. Okay. Was hast du da? Reiseführer 300. Wir haben eh genug, ne? Ich kauf das mal. Weil wir haben eh genug. Was wollen wir damit? So, dann können wir auch vielleicht wieder ein bisschen hier verkaufen. Dass wir ein kleines bisschen schon mal da zurückbekommen. So. Wiedersehen. Was muss der sein, den der Jarl hat rufen lassen? Hey da! Komm und sieh dich um! Hab ich schon. Ich habe schon deine Karten gekauft. Mehr brauchen wir nicht. Und plötzlich, wo bist du denn hin? Hey! Es ist ein ruhiges Dorf. Was denn du da im Gebüsch, plötzlich? Musst du mal? Na, lieber nicht. Dieser verschissene Schwarze hat ihm das Herz rausgerissen. Angeblich schlug es noch weiter rein. Nun denn. Ab zum Hafen. Von Ker Trolde. Banditen, ey. Aber nicht jetzt. Boah, ist das schön. Ist das schön. Nun denn. Hafen von Ker Trolde. So ist gut. Ich pack dich mir hier mal hin. Plötzlich, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um, ne? Ich versuch's ja. Möchte wissen, wo sie sie aufstellen. Die leisten den Biestern jetzt Gesellschaft. Sein scharfer Blick wird uns vor den Schwarzen beschützen. Du suchst nicht zufällig Arbeit? War auch ein Leck. Wir haben den Pfahl beschlagen. Jetzt sind die Schnitzer dran. Die Büste muss eines Konungs würdig sein. Machen wir später mal mit der Arbeit. Wir müssen uns hier dann auch wieder durchgucken, wie in den anderen Städten. Der Vorteil hier ist, die sind nicht so groß. Da braucht man dann nicht allzu viel looten oder so. Was haben wir denn da hinten? Ich würde erstmal gerne zu dem Händler da, sehe ich gerade.
beste Stute geopfert. Weiß es gar war nicht. Eine Ehre. Sie war hier gut und treu. Und das wird sie auch im Jenseits sein. Mag sie unserem König würdig dienen. Einst sehen wir uns wieder. So wie wir König Bran wiedersehen werden. Und an seiner Tafel speisen. Und sein Lob singen. Alter. Ihr könnt doch das Pferd hier nicht so einfach opfern. Mitten auf dem Weg. Leute, spinnt ihr denn? Sag nicht, der Händler ist da oben. Dann kann ich das jetzt erstmal total knicken. Nun gut, ich würde sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg zu dieser Quest hier. Die machen wir erstmal fertig und dann gucken wir uns hier um. In Ker Trolde. Warum kann ich heute nicht spielen, Papa? Wir müssen zum Hafen und König Bran verabschieden. Zum Spielen ist heute nicht die Zeit, Agnet. König Bran? Das weiß noch keiner. Aber die Götter werden dafür sorgen, dass es ein würdiger Nachfolger ist, vor dem wir uns ohne Schande verneigen. Ich hoffe, das ist kein Spoiler zu Game of Thrones. Nicht, dass Bran hinter König wird. Oh weh. Eines Königs Tod. Ich hab's ja. Diese Gruppe des Krieges ist nur ein Liebesverdacht. Wen haben wir denn da? Ach, da unten wahrscheinlich, ne? Nur gut. Noch ein Geplagter kommt zu den Druiden. Du hast ein einziges lausiges Wort für mich geschrieben, als der König noch gelebt hat. Das hier ist meine Chance. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr als ein Wimpernschlag. Oh. Geralt. Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Wie grausam. So ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, die geht. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Stehen. Das ist ihre Entscheidung. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Hm.
Ja, du riechst wundervoll. Du riechst wundervoll. Geralt, wir sind hier auf einer Beerdigung. Du riechst wundervoll auf dieser Beerdigung. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Gehst du mit mir zum Leichenschmaus? Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste in Skellige. So berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanit? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Liest du etwa meine Gedanken? Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Hast du was in Velen herausgefunden? Nun ja, was Velen angeht... Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet. Einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Muhmen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Muhmen? Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind. Aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Keira getroffen. Was um Himmels Willen macht Keira Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut. Du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Und was Novigrad betrifft? Ich war in Novigrad. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Weißt du noch mehr über diesen Fluch? Nicht viel. Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern. Sehe ich mir später an. Und du? Was hast du bisher herausgefunden? Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Druiden niemanden auch nur in die Nähe. Ist Moissac hier der oberste Druide? Moissac ist der Kopf des Skellige-Zirkels? Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt, als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Warum darfst du dir das Gebiet denn nicht ansehen? Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit.
Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Okay. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Okay. Ein sehr komisches Volk ist das hier. Aber wir werden schon damit klarkommen. Birna, Charaktereintrag hinzugefügt. Moisek. Zufrieden mit dir, Mörder. Bran. Krachan Krät. Erfahrungspunkte 12. Reiseziel Skellige. Abgeschlossen. Der König ist tot. Lang lebe der König. In der nächsten Folge. Nicht jetzt. Wir müssen in der nächsten Folge da mal gucken. Hier gibt es einige Quests zu machen. Da müssen wir hin, zum Beispiel wegen den Kleidungsstil. Oh, warte mal. Hier ist ein Händler. Den will ich mal kurz anquatschen. Was der denn so hat. Kaufmann, ich komme mal kurz. Hallo. Willst du was kaufen? Ich will mal gucken. Zeig mir deine Waren. Ach, guck mal. Habe ich die nicht erst gekauft gehabt? Moment. Da. Ja. Sollten wir mal lesen dann. Aber nicht jetzt. Wiedersehen. Machen wir in der nächsten Folge vielleicht mal. So, ich würde sagen, hier machen wir erstmal alles wird gut. Break. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Dann räumen wir hier auf und machen dann Quests und machen dann weiter. Es gibt auf jeden Fall hier auf Skellige, wie ihr die Karte schon gesehen habt, einiges zu tun. Und da freue ich mich sehr drauf, denn hey, es ist Skellige. Und Skellige ist sowieso ganz cool. Von daher wird bestimmt cool werden. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.